Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Runde FIFA 2014. Yo, was geht? Es geht viel. FC hat gewonnen, 4-2 souverän gegen Frankfurt. Haben leider noch eine rote Karte kassiert. So fällt Wimmer gegen Dortmund aus, bei uns aber nicht. Ja, Dortmund hat unentschieden gegen Hamburg gespielt. Ja, wir haben im virtuellen Spiel leider verloren. Aber ich habe jetzt nochmal mit meinem Kollegen gesprochen und der hat mir die optimale Aufstellung gegeben. Und diese versuchen wir umzusetzen. Und wenn es wieder nicht funktioniert, dann trete ich in den Arsch. Auf gut Deutsch gesagt. So, Teammanagement. Erstmal die Aufstellung ein bisschen ändern. So, wir werden erstmal so anfangen und werden dann ungefähr zur 60-70. Die Herren Matuschek eintauschen gegen Vogt und Svento für Peschko. Da hat er gesagt, das wäre gut. Und in Abwehr, im Sturm, werden wir dann halt Uja durch Helm ersetzen. Helms durch Ruder sind. So. Ich hoffe mal, dass die Aufstellung funktioniert. So, wollen wir mal ein bisschen spielen. Nee. Ja. Hier meldet sich der Signal Iduna Park. Am Mikrofon Manni Breukmann und Frank Buschmann. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln. Borussia Dortmund gehört seit den letzten Jahren definitiv zur Weltspitze im Fußball. Das muss man sich mal vorstellen. Das hätte 2004 oder 2005 kaum einer erwartet. Ja, damals war der Fortbestand des BVB durch finanzielle Probleme ernsthaft gefährdet. Doch die Umstrukturierung und ein nicht ganz unbedeutenden Trainerwechsel 2008 steigen. Auf jeden Fall wird Dortmund sehr stark sein, das ist schon mal klar wie Kloßbrühe. Deshalb müssen wir direkt. So, jetzt genug geredet, genug spekuliert. Nun wird hier Fußball also gespielt. Auf Defensiv spielen. Sie treten hier wirklich als gutes Team auf. Ein Traumpass. Das war die einzige Chance, die er hatte. Peter attackiert. Kevin Nimmer. Balleroberung. Scheiße. Ja.
kurzes Fazit. Eine Chance, ein Treffer. Wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Oh, der Ball geht ganz, ganz weit am Tor vorbei. Da waren wir schön nah am Tor. Und Einwurf. Mkhitaryan. Kagawa. Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Wenn der das so reingeht, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Auf dem Platz dürfen wir heute Borussia Dortmund begrüßen. Das ist eine junge und leidenschaftliche Mannschaft, Sie wissen das. Die können voll und ganz auf ihren ehrgeizigen Traum. Aber auch die Fans spielen eine unglaubliche Rolle beim BVB. Die Geburtskarten der Saison 2011-2012 durchschnittlich über 80.000 Fans zu ihrem Ligaspiel. Europa. Schmelzer. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Kagawa. Kiel. Spieler in der Mitte. Jetzt eine gute Flanke. Ja, schön raus. Wie er den Ball da mächtig wegfaustet. Ja, der Pass kommt an. Und jetzt. Das war ja mal ein Ding aus der zweiten Reihe. Du. Helmes. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Abgefälschter Ball und im Aus. Kirch. Kagawa. Aubameyang. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, einig. So kannst du einen Stürmer nicht stellen. Blazikowski. Kevin Mimmer. Marcel Risse. Helmes. Ah, Scheiße. Kagawa.
Kirch. Gute Position für eine Flanke. Nein! Boah! Alter Falter. Ist das ein Spiel? Gut, wir haben früher einen eingesteckt, aber dafür hat mir sehr gut gegen Dortmund. Błażejkowski bewegt den Ball. Nein. Da habe ich schon frei stehen gelassen. Bei einer solchen Überlegung war Victoria fast vollgerichtet. Dieses Tor ist eine Frage der Zeit bei den vielen Gelegenheiten. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat den Ball. Jawohl! 2-1. Ja, das erste Tor nach langem. Das erste Tor nach langem. Und das durch die 33. Lehmann. Sehr gut. Schön herausgespielt. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten. Diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Okay, Halbzeit. Drei Tore in der ersten Halbzeit, so kann es ruhig weitergehen. Zur Pause 2-1 Führung. Liebe Zuschauer, bitte helfen Sie uns. Ja, das ist das alte Spiel vom Kleinen gegen den Großen. Und jeder liebt jetzt seine Rolle, Buschi. Ja, und man hat ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass der Kleine da doch mal das Beinchen rausstellt. Hat nicht funktioniert. Wir hatten zwei Torchancen. Zweites reingegangen, das ist schon mal sehr gut. Eine gelbe Karte für Hector, das wird teuer, mein Freund. So, Hector, Peschko ist an. Eigentlich im Prinzip gut. Wir müssen das jetzt im Auge behalten, dass wir in der 60. zwischen der 60. und 65. Ball diesen Wechsel vollziehen. Vor allem bin ich mit dem Wechsel auf Matuschek gespannt. Kevin Nehmer. Peschko. Kiel. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall dranbleiben.
Pass nach draußen auf den Flügel. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Schmelzer. Ja, da schießt wieder keiner. Mkhitaryan. Er bekommt Unterstützung von den Kollegen. Helmes. Komm. Sehr gute Flanke. Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Oh. Es gibt die gelbe Karte. Oh. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Kevin Vogt. Helmes. Und Matthias Lehmann. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Ai, ai, ai. Der Schatten zu weit vorne. Scheiße. So, wir wechseln jetzt auch aus. So, jetzt wollen wir mal gucken. So, was hat er gesagt? Svento. Matuschek gegen Vogt. Da wollen wir mal gespannt sein, ob das auch was Gutes hat. Es sei die Frage erlaubt, wo ist der Verteidiger? Das ist ja gar nichts. Und diese Flanke ist was für Aubameyang. Marco Reus. Er steht viel zu weit weg vom Gegner. Kagawa. Bender. Kagawa. Ja, sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen. Seite schon rot, logisch. Da tritt er aber auch deftig zu. Es gibt eine gelbe Karte und zwar mit. Also das ist ein sehr kartenreiches Spiel, muss ich mal sagen. Mann!
falschen Fuß erwischt und sich gleich den Ball zurückerobert. Marco Reus. Marcel Risse. Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Helmes. Nah am Tor, aus vielversprechender Position. Ich habe zu lang die Passtaste gedrückt, sonst wäre der niemals so weit gegangen. Reus. So. Komm, einer muss ja noch drin sein. Ach, schade. Okay, Leute. 3-1. Sagbar. Trist ist das. Ein richtiger Trist. Ich hoffe, unsere Kölner, die machen es besser. Und ja, wir haben heute mal ein Tor geschossen. Das ist schon mal, ich sag mal, ein kleines Erfolgserlebnis, ne? Jo, und nächste Woche spielen wir gegen Bremen heim. Da werden wir mal schauen, wie es dann aussieht. Da war das 1-0 direkt nach kurzer Zeit. Aber gut. Die Aufstellung war nicht schlecht, muss ich ja sagen. Ja, und ich glaube, dass ich den Matuschek früher schon reinnehme, weil der hat es drauf. Ne? Eventuell werde ich ihn komplett gegen Vogt eintauschen. Weil der Matuschek ist echt, wie er mir gesagt hat, wendiger, schnittiger. Genauso wie Svento, aber dem wirklich erste 17 Minute. Das ist echt eine super Wahl. Ja gut, Leute, wenn es euch gefällt, dann lasst es mich wissen durch ein Like, Abo, Kommentar. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt FIFA 15 Köln gegen Bremen. Euer Marc Cologne. Ciao.